Ja, wenn man sich so anschaut, was Polizisten heutzutage im Streifendienst für gefährliche Situationen erleben, da kann man schon den Hut ziehen. Nils Mettgemeier und Nadine Herbst sind Polizisten in Bochum und wenn besorgte Bürger Alarm schlagen, sind die beiden natürlich schnell zur Stelle. Selten wissen die Beamten bei ihren Einsätzen, was da am Ende alles auf sie zukommt. Die waren schon weiter oben. Katha, machst mal bitte 2 Kennzeichen DST. Das erste Emil-Nordpol-Trennung 89. Und das zweite Emil Nordpol 35. Verlassene Autos in einer einsamen Gegend. Machst du uns bitte mal einen Einsatz auf verdächtige Feststellung Brockhauser Straße. Dazu frische Fußabdrücke im nassen Gras. Also hier habe ich die Taschenlampen gesehen und hier sind auch ganz deutlich Spuren. Können die Beamten das Geheimnis um die Spuren lösen? Dazu später mehr. Rückblick Bochum 16 Uhr. Hauptkommissar Nils Mettgemeier und seine Kollegin Nadine Herbst fahren Streife. Schönen guten Tag, Herbst ist mein Name von der Polizei in Bochum. Warten Sie bitte einen Moment, bitte, ja? Eine Zeugin hat die Leitstelle alarmiert. In der Nachbarschaft soll ein bewaffneter Mann wild um sich schießen. Da hat eine Mitteilerin angerufen, die wohl beobachtet hat, dass da jemand mit einem vermeintlichen Luftgewehr auf Tauben schießt und sich dann immer wieder in den Büschen dort versteckt. Das ist natürlich schon zu berücksichtigen. Gewehr, man weiß nicht, was geht in dem Kopf vor. Mal sehen, was uns dort erwartet. Nadine Herbst und Nils Mettgemeier übernehmen den Fall. 5 Minuten später. An der Stelle, an der laut Zeugin ein Mann mit Gewehr die Nachbarschaft in Angst und Schrecken versetzen soll, ist niemand zu sehen. Aber welches Gebüsch meint sie? Und das andere mit der Nebelstraße, das kommt ja da hinten hin. Die Suche geht weiter. Den entscheidenden Hinweis auf den bewaffneten Mann geben Spaziergänger. Hallo, wir suchen jemanden, der mit dem Gewehr rum. Da runter und dann steht er auf der rechten Seite. Können Sie vorne aussehen? Super. Alles klar, okay. Haben wir uns auch gerade schon gewundert, ob das. Dankeschön. Ob jetzt Gewehr, Pistole, wie auch immer. Da macht man sich natürlich schon mal ganz besondere Gedanken, was einen da jetzt nun erwarten könnte. Hallo, schönen guten Tag. Mettgemeier, mein Name, Polizei Bochum, Kollegin Herbst. Bin ich ja schon mal beruhigt, dass das Gewehr so ist, dass ich nicht aufziehen muss. Trotz doppelläufiger Schrotflinte, Erleichterung bei den Beamten. Der Mann mit dem Gewehr ist ein Jäger, der im Auftrag Wildtauben schießt. Selbige sind einem Landwirt zur Plage geworden. Der Weidmann besitzt einen Jagdschein und eine Abschussgenehmigung. Es ist jetzt ja auch so hier vom Gelände so weitläufig und ich denke mit dem Schrot, dass sie schießen, wird jetzt auch nicht ziemlich weit fliegen, sodass andere Leute gefährdet werden könnten. Der 37-Jährige hat auf diesem Acker noch einige Tage zu tun. Damit er nicht noch weitere Polizeieinsätze auslöst, hat Nadine Herbst einen Tipp für den Jäger. Sie sind ja letzten Endes derjenige, der jetzt hier die Jagd ausübt. Ne? Es ist grundsätzlich natürlich sinniger, wenn man dann kurz bei der zuständigen Dienststelle der Polizei anruft und kurz Bescheid sagt. Ne? 1104-542. Nächster Einsatz, ein klassischer VU, was in der Polizistensprache schlicht Verkehrsunfall bedeutet. Schnell ist klar, diese junge Dame, eine Fahranfängerin, hat soeben ihren ersten Blechschaden verursacht. Will einparken, steht wahrscheinlich auch schon mit der Situation unter Stress, achtet nicht auf den rückwärtigen Verkehr, der an ihr vorbeifährt, setzt zurück. Und touchiert diesen Kleintransporter. Nils Mettgemeier und Nadine Herbst versuchen, den Unfallhergang zu rekonstruieren. Sie setzt zurück, schert natürlich beim Zurücksetzen aus. Er fährt dran vorbei und dabei touchieren die sich. Ja, aber von dem Dingsbums würde ich sagen, dass sich das Auto in das Auto bewegt hat. Und das zweite hast du mal gerochen. Die Beamten wollen bei dem Lieferwagenfahrer eine leichte Bierfahne wahrgenommen haben. Deshalb muss der 48-Jährige einen Alkoholtest machen. Sie pusten einmal so lange rein, bis ich Stopp sage, ja? Stopp! 0,11, ein Wert, der unter der gesetzlichen Promillegrenze liegt. Wir sind knapp unter 0,3 und ab 0,3 ist man im Falle eines Unfalls. Ist man mit dabei. Und das halt wegen einem kleinen Feierabendbierchen, was man halt eigentlich zu Hause trinken sollte. Unfallhergang geklärt, niemand verletzt. Der Rest ist Sache eines Abschleppers. 1104-542. Mittlerweile hat die Dunkelheit eingesetzt. Machst du uns bitte mal einen Einsatz auf verdächtige Feststellung Brockhauser Straße. Pkw, die verlassen am Straßenrand stehen, dazu mehrere Lichtkegel von Taschenlampen ganz in der Nähe, machen die Beamten neugierig. Wir befinden uns ja nun mal hier dann doch in einer der besseren Wohngegenden.
und einem Naherholungsgebiet. Und ich sag mal, um die Uhrzeit, es ist dunkel, sich hier so an sich normal aufzuhalten und mit Taschenlampen hier durch die Büsche oder Pampa zu laufen, das ist schon eher untypisch. Lass uns mal hier die Hütte angucken. Vater? Die Vermutung liegt nahe, dass Einbrecher hier ihr Unwesen treiben oder zumindest treiben wollten. Polizeihauptkommissar Mettgemeier sucht nach Spuren. Also die sind praktisch außen da vorbeigegangen und auch weiter hoch. Frische Fußabdrücke im Gras. Sollten die Beamten die mutmaßlichen Diebe bei einem Einbruchsversuch gestört haben, kann es durchaus sein, dass sich die Unbekannten in der Nähe und im Schutz der Dunkelheit versteckt halten. Ja, also doch hier hoch. Nee, hier außerhalb. Ja, da ist also hier hinter dem Busch? Genau. Ja. Aber die waren schon weiter oben. Spuren, die auf einen Einbruch hindeuten, sind nicht zu erkennen. Flüchtige Personen in einem Waldgebiet und dazu noch bei Nacht zu ermitteln, gleicht der berühmten Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Die Polizeistreife bricht ab. Wir konnten hier auch Fußspuren im feuchten Gras feststellen, nur halt leider keine Person. Ja, wir werden das jetzt mal im Auge behalten und mal gucken, was sich jetzt hier noch so in nächster Zeit tut. Für Nadine Herbst und Nils Mettgemeier geht es zurück zur Dienststelle. 1 Uhr morgens, ein ganz normaler Streifendienst in Bochum geht zu Ende.